Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Ich möchte mir heute mal wieder ein Weltallspiel angucken. Unendliche Weiten und so weiter, weißt du? Dawn of Andromeda. Ich glaube, das habe ich mal nachgeschmissen gekriegt. Da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ich glaube, für 1 Euro oder 2, irgend sowas. Und da habe ich gedacht, oh, dafür kannst du das mal angucken. Und das mache ich heute mit dir zusammen. Wir gehen jetzt mal in die Optionen. Gucken mal, was wir hier so einstellen können. Tutorial, ja, das wollen wir. Gouverneurs-KI verwaltet standardmäßig Kolonie. Ja, das machen wir auch mal. Ne? Da haben wir nicht so viel Gefummel. Mikromanagement. Autopause, wenn Menü geöffnet wird, würde ich sagen, ja. Und wenn Kampf startet, auch ja. Automatisch speichern jedes Jahr, machen wir. Gut. Grafik, das ist ja schon klar. Oh, Ultra. Gucken mal, du. Was ich für eine tolle Grafikkarte habe. Ne? V-Sync, wieso V-Sync? Aber egal. So, auch Musik habe ich ganz leise gestellt. Müsstet ihr so hören, wenn der ganz dicht an den Lautsprecher rangeht. Ja, gut. So, gehen wir mal zurück. Dann machen wir ein neues Spiel. Ära wählen. Zu den Sternen und noch weiter. Das Rennen um die Galaxie hat begonnen. Die bürokratischen und die fleißigen Siedler sind endlich zum Stern gereist, suchen nun beide nach neuen Welten, die sie kolonisieren können. Dann haben sie auch nur annähernd auf das vorbereitet, was sie in Andromeda sonst noch erwartet. Galaxiegröße klein, Startspieler 2. Ich sehe aber nichts. Hier gehen wir mal zurück. Neues Spiel, benutzerdefiniertes Spiel. Ach, hier können wir uns das aussuchen. Hier können wir uns eine Spezies erstellen und so weiter. Terranische Union, Kalzur Föderation. Wenn ich jetzt zu schnell klicke, das ist alles gut lesbar. Ich streame in HD, also könnt ihr das auch alles lesen. Macht ja eben mal Pause, falls euch das interessiert. Das ist die Gemeinschaft der Yunnan. Das sieht man ja, dass die gemein sind, ne? So, Orolith-Konföderation. Naja, Mühe haben sie sich ja gegeben, muss ich ja sagen, ne? Oh yeah. Mit dem Horn drauf. Nee, ich glaub's ja nicht. Synton-Kollektiv. Synton. Nicht Siphon, sondern Synton, ne? Und die Drekkos, das sind die Drekkos. Die kommen mir irgendwie bekannt vor, ich weiß nicht. Habe ich die ja schon mal gesehen? Irgendwie, als sie was übertragen haben. Regierungskoalition, na egal. So. Ja, oder das hier, das kann auch sein, ne? So. Das ist, also man sieht auch immer den idealen Planetentyp. So, hier haben wir ideale Planeten, die ozeanisch, exklusiv Neutronenbomben, Meister des Universums. Was ist das denn? Erhöht den maximalen Einfluss um 7 Neutronenbomben, verdoppelt den Belagerungsschaden bei der Invasion einer Kolonie und Nanoschild. Hat eine Basisschildleistung von 300, eine Aufladungsrate von 5 und wiegt 5 Tonnen. Das ist doch nix. So, Eigenschaften. Gewiefte Verhandlungsführer. Militaristisch. Wohlstand wird nicht beeinflusst. Das ist gut. Malus von 4 auf Beziehung zu Imperium mit der Eigenschaft pazifistisch. Okay. Malus von 1 auf den Wohlstand. Beziehung zu Verbündeten werden um 5 verbessert. Das ist gut. Vielfalt verringert die Chance von Rebellenfraktionen um 25%. Ja, das machen wir doch mal. Nächster. Hintergrund. Hintergrund. Fragezeichen. Was soll das jetzt? Ach so, muss ich hier durch. Nee, Rot gefällt mir nicht so gut. Das ist ein bisschen lasch. Das ist eine schöne Farbe. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich nehme das. Galaxiegröße. Winzig, klein, durchschnittlich ist okay. Spielschwierigkeit, dann nehmen wir einfach. Storyereignisse, Endspiel. Ach ja, sogar Endspiel hier, wie bei der FIFA. Bewohnbare Planeten häufig, Ressourcen, Piraten. Piraten? Nö, wollen wir mal selten nehmen, ne? So. Niedere Spezies häufig. Man braucht ja auch Sklaven schließlich.
Verbundene Systeme knapp. Was ist verbundene Systeme? Da hätte ich jetzt gerne mal einen Hinweis gehabt, ne? Zahlreich, alle verbundenen. Naja, gut. Machen wir mal. Absoluter Krieg? Nee, das wollen wir doch. Achso, hier ist ja ein Tooltip. Aber nicht übersetzt. In Total War Mode, everyone is at war with each other from the start and diplomacy is disabled for the most part, so it's impossible to sign a peace deal. Nö, das wollen wir nicht. Dieses Geballer immer, ne? Wir wollen ja auch immer in Ruhe forschen können. So. Beginnt mit Heimatplanet. Expeditionsschiff, Heimatplanet, kleines Reich, mittelgroßes Imperium. Da kann man sich alles auswählen hier. Das ist auch nicht schlecht. So. Sieg, Aufstieg, welche Zepter von Kree nachbauen? Drei Teile. Wirtschaftlicher Sieg, also musst du die Kohle haben. 200 Technologiepunkte und dann das Aufstiegsprojekt erforschen. Lösche alle aus oder verbünde dich mit ihnen. Gewählte Gruppen. Wir wollen mal nicht so viel hier jetzt. Ach so, verfügbar. Das sind die Gewählten. Nehmen wir mal zwei, ne? Dann ist das nicht so eng da. So, Spiel anfangen. Der Kristall dreht sich. Nichts geht mehr. Rien ne va plus. Ich kann gar kein Französisch sprechen. Na, Einführung. Ja, ich lese euch das nicht vor. Ich habe so ein bisschen Kratzen im Hals. Lasse ich das lieber. Aber ich lese das natürlich mir selber durch. Schließen. Okay. So. Willkommen. Aktivieren. Gut, Tutorial, Rat. Dein Rat ist das Herz deines Imperiums. Fünf Abteilungen. Ich sehe aber nur. Na. Die jeweils mit einem Minister deiner Wahl besetzt sind. Jeder von ihnen hat individuelle Eigenschaften, Fähigkeiten sowie eine eigene Persönlichkeit. Nächster. Jeder Charakter sammelt mit der Zeit, so wie durch Aktion, Ereignis, Erfahrung. Ja, kann man Levelaufstieg. Also auch Boni fürs Imperium, yeah. Oh, die wollen kündigen. Ratschläge befolgen, dann sammeln die auch. So, schließen. Ernenne den Forschungsminister deines Rats. Das Imperium erhält für jeden Level des Ministers plus 1 maximale Forschungsproduktion. So, die haben alle einen Stern. Was hat er für Eigenschaften? Tax Income. Bauer. Was war er hier? Renner und Ökonomist. Also die deutsche Übersetzung, die hätten sie in den 3 Jahren, seitdem es das Spiel gibt, durchaus schon mal fertigstellen können. Agrarinfrastruktur schneller, das ist gut. 5% minus bei den anderen.
So, was haben wir denn noch? Da war noch mehr, ne? Ja. Zyganivori, Diktatur, Demokratie, Utopie, ja? Charismatisch. Ja, das scheint mir ja gar nicht mal so schlecht zu sein. Ex-Promi. Einer war Tourismus verdreifacht, aber Tourismus ist bestimmt noch nicht gleich so, ne? 25% pazifistisch. Ja, Demokratie, Utopie. Wohnungsinfrastruktur. 25 kündigt. Dann nehmen wir den hier. Tsagani-Furi, Diktatur, was soll's? Finanzminister. Dann nehmen wir den als Finanzminister hier. Jetzt Industrieminister. Der hier sieht das so aus, ne? Dann nehmen wir Innenminister. Ja, das passt hier, ne? Guck mal hier. Forschung erhöht sich und langsame Auffassungsgabe, ne? Wenn das nicht ist. Was haben wir denn da noch? Da auch noch einen, ne? Da. Den nehmen wir als Innenminister, Außenminister. Nehmen wir den mal. So, Tutorial, die Grundlagen. Du kannst die Kamera bewegen, indem du die Mauszeiger, eine Bildschirmrunde oder die Tasten was dö verwendest. Mit dem Mausrad oder den Tasten Q und E. Also das Normale, was bei vielen Spielen so ist, das ist ja okay. Ach nee, mit Q und E kannst du hinein mit hinaus zu einer Einheit, einem Planeten. Wie klicke ich mit der linken drauf? Dann hältst du weiter. Eine ausgewählte Einheit kannst du bewegen. Schließen. Okay. Der nächste Termin ist in 2 Wochen. Rat benötigt zu Hause. Keine aktive Forschung. Da klicken wir doch da mal drauf. Gehe zum Forschungsmenü. So, ja. Gut, Tutorial-Forschung. Um den Fortschritt voranzutreiben. Blablabla. Ausbeutung von Anomalien. Das müssen wir machen. Du kannst aber immer nur eins erforschen. Das ist das alles wieder Englisch hier. Das ist aber schiede. Gut, das macht sein, dass das Lernprogramm neu ist. So, da sind wir jetzt drin. Können wir das bewegen? Ja. Mit der linken Maustaste halten, dann geht das. Okay. Müssen wir jetzt hier irgendwo ganz links anfangen? Nee, das ist Fragezeichen. Das geht von der Mitte weg, ne? Aha. Oh, bin ich schlau, Mann. Oh. So, was haben wir denn hier? Was ist das hier? Forschungsliste öffnen. Ach so, er hält noch nicht. Erfüllt geschätzte Zeit, 2 Monate, fortschrittliche Universitäten. Nanofarmen. Das ist vielleicht nicht schlecht, aber noch haben wir keine Kolonien, ne? Bauplan-Hologramme erhöht die Basisproduktivität, das ist gar nicht mal so schlecht. Xenowissenschaft, Einfluss, Wachstumsgeschwindigkeit, ja. Anzahl der Stationen pro Kolonie, nachhaltige Solarstädte, maximalen Level von. Ja, das ist auch nicht schlecht. Charismatischer Anführer. Aha, Festkraftstoffantrieb. Ja, ich glaube, das machen wir erstmal. So.
Ach so, da kann man hier, das ist eine 1. Dann können wir wohl eine Queue machen, ne? Eine Liste. Need a colony to continue research. Was hatte ich denn da noch gesehen? Nanofarm. So, das zur Forschungsliste hinzufügen, das ist dann die 2. Gut. Dann gehen wir da erstmal raus. Technologie war verfügbare Projekte. Study the Orolith Confederation. Ja, das wieder alles auf Englisch. Wenn sie verfügbar sind. Die werden durch das Spielen freigeschaltet und können alle möglichen Zwecken dienen. Aha. Schließen. Also wird immer so ein Bildschirm. Wir haben noch keine verfügbaren und Artefakte haben wir auch noch nicht. Ne? Artefakte sind zu finden und können bla 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 für sich allein. Gut, das ist okay. Also das Tutorial ist so okay. Forschungsliste öffnen. Da haben wir die beiden jetzt drin. Okay. Jo, dann gehen wir da mal raus. Haben wir erstmal was in Auftrag gegeben. Need a Colony. Regierungsmenü F5, Forschungsmenü, Diplomatie, Schiffe und Designs, Planeten und Kolonien, öffne den Kodex. Was ist der Kodex? Überlieferung. Ah, hier kannst du alles Mögliche nachlesen. Okay. Das will ich dir nicht vorwegnehmen. Das kannst du dann noch in Ruhe lesen. Okay, mal wieder zu hier. Und Gameplay, die Grundlagen. Schiffe bewegen und Erkundung. Das ist wichtig. Jede Einheit, da haben wir das J vergessen. Also links auswählen, rechts klicken. Gut, das Normale. Also Koloniemodul, okay, gut, nächster. Und das aktuelle System zu verlassen, schicke das Schiff zu einem Wegpunkt, zu dem System, in das es reisen soll. Sobald das Schiff nahe genug an den Wegpunkt ist, aktiviert es automatisch seinen Überlichtgeschwindigkeitsantrieb, um schnell an gewünschten Zielort einzutreffen. Nee, ey, ich will das weiterlesen. Planetenverwaltung. Zusätzliche, aha. Gut. Wenn diese Kolonie eine Werft besitzt, kannst du den Bau von Schiffen und Stationen auch. Klicke einfach und Fenster Einheiten bauen auf dem Button mit dem Namen des Schiffsdesigns. Okay. Planeten, je mehr Produktivität, bla bla bla. Gut, Infrastruktur. Aha. Also muss man 5 Punkte gleichzeitig. Also gut abwägen. Handel. Ich denke aber mal, das macht der automatische Administrator da von dem Planeten, ne? Gouverneure, das war das. Gouverneur, die einzigartige Boni oder Abzüge. Gut, neue Welten kolonisieren. Dazu müssen wir ein Schiff mit einem Koloniemodul, wie beispielsweise dein zu Beginn. Ah, wir haben schon eins. Aha, die Kolonie ist jedoch nicht immer erfolgreich. Aha, die kann auch schief gehen. Manche müssen auch Technologie erforscht werden. Bergbau. Bergbaumodul. Gibt es auch Bergbauschiff? Okay, damit es eine Bergbaustation errichten kann. Gut. Forschung. Um den Fortschritt müssen wir neue Technologie. Bla bla bla. Dazu kannst du. Gut, das haben wir schon gesehen, aber Projekte. Sobald sie verfügbar sind, Artefakte,
Gut, da haben wir ja schon mal geguckt. Imperiumsverwaltung. Eigenschaften. Was steht denn da? Government, Home Planet, Military Power, Power, Finanzen. Das ist das Wichtige wahrscheinlich hier wieder. Aha, stimmt ein Aspekt positiv und negativ. Imperator Logbuch. So, wie kommen wir da ran? Das ist auch jetzt nicht das Logbuch, das ist der Kodex hier. Ja, das werden wir schon noch rausfinden. So, Schiffsdesignen. Okay, Charaktere. Niedere Spezies in der gesamten Galaxie verteilt befinden sich andere Spezies, die noch keine Technologien haben. Aha. Nächster. Ihr Vertrauen zu gewinnen. Aha. Okay. Wir brauchen ein Schiff mit Analysemodul. Ist auch zu Beginn verfügbar. Gut. Okay, Seite 1 von 1. Handel. Invasion ist noch mehr, ja, sind gleich durch, ne? Ja. Galaxieansicht, oh, da steht nicht, wie ich die jetzt kriege, hier vielleicht mit rausrollen. Gut, Diplomatie. Das ist auch da oben, ne? Diese Hände, die ineinander greifen. Spionage. Bewegungsreichweite in Subterfuge. An Kolonien können Sie, aha, gut. Okay. So, da oben, das stimmt ein bisschen. Need a colony to continue research. Dann gucken wir mal hier, was ist das hier? Draht benötigt zu Hause. Pause, Spiel pausiert. Gut, das ist hier das Normale. Ne? So, dann müssen wir mal gucken, wie kriegen wir, was haben wir denn hier jetzt? Nothing selected, Desert Planet, Terranische Union, DAF, 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 was heißt DAF? Was ist das denn hier? Ach, das ist Tutor, das ist. Guck
Gut, das haben wir ja schon gelesen, aber ist das jetzt ein Schiff oder was ist das hier? Mal gucken, was haben wir denn hier? Ja, die mit Eisplanet. Lebensbedingungen, Rauch, Eigenschaften. Tourismus. Basisressourcen, ein Apfel. Rau, Größe. Das ist die Sonne, ne? So, jetzt sind das die Expeditionsschiff. Aha, hier einstellen, wie die sich verhalten, ne? Aggressiv. Ja, greifen alles an. Oh. Order Unit. Ship. Wäre auch noch ein kleiner Tooltip hilfreich. Abilities. Aha. Kann kolonisieren. Uff, was machen wir jetzt mit dem hier? Was haben wir denn hier? Hier, das. Ja, schicken wir das mal dahin oder schicken wir das dahin? Schicken wir mal dahin. So, jetzt habe ich da. Ja, jetzt sieht man hier so einen Strich. Da irgendwas war da mit einer Kolonie, aber wie soll ich hier eine Kolonie? Eine Niete Kolonie, die Continue Research. Ja, schön. Das ist das Logbuch. Nemesis, Point of Interest in Destillion 3. Achso, das ist nur die Erklärung. Reingefallen. So, Wege zum Sieg. Unsere Mission. Achso, da kommt der Haken rein, wenn wir was erreicht haben. Wahrscheinlich. Rat benötigt zu Hause. 12 Wochen übrig, also gut. Gehe zum Spielmenü. Geschwindigkeit auf langsam einstellen. Auf normal und auf schnell Vorlauf. Gut, aber wie gehe ich denn jetzt weiter? Autokolonisation. Ach so, da geht man da hin. Okay. Spiel pausiert. Jetzt gehen wir mal auf normal erstmal. So. Aha, jetzt fliegt er los. Und dann wollen wir gleich mal gucken, ob er in einem Ruck dadurch zischt. So, wo haben wir jetzt hier? Woche 1 war Monat 1. Wochenfortschritt. Geschätzte Zeit bis Ende der Woche. Ah ja, das geht so langsam weiter. Da sieht man. Gut, ist auch mal eine Idee. So, jetzt. So, dann wollen wir mal gucken, was da passiert jetzt. Ah. Der Gott. Lebensbedingungen sind grauenhaft. Das wollen wir nicht. Groß, schlecht. Basisressourcen, Eigenschaften. Groß, schlecht. Wie waren denn hier die Lebensbedingungen? Rau. Und das war grauenhaft, ne? Nehmen wir mal das Schiff und schicken es mal dahin. So, weiterfliegen. Ach, jetzt hätte ich auf Pause drücken können. Erinnere mich mal dran. Es fliegt langsam, machen wir mal ein bisschen schneller. So, Pause, gut. Schlecht keine. Schlecht keine.
Ja, das ist nicht schön. Wir müssen ja was in der Nähe finden, oder? Wir nehmen den hier, ne? Aber wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, in 11 Wochen. Gut, dann nehmen wir dich jetzt, Schiff, und schicken dich erstmal wieder nach Hause. Und machen mal auf Schnelllauf. So, und dann schicken wir dich mal dahin, dass wir wissen, wo wir den optimalen Planeten haben, ne? Und schnell, zack. Pause. Durchschnittlich grauenhaft, schlecht, groß, Basisressourcen, Eigenschaften. Boni oder Strafen, das ist aber, die hat ordentlich Vorräte hier. Das ist ja gut. Konsumenten dieser Samen sind fruchtbarer und pflanzen sich mit höherer Wahrscheinlichkeit fort. Erhöht die Geschwindigkeit bis um 20%. Schlecht. So, haben wir noch Zeit? Ja, gehen wir noch mal hier. Gucken wir mal, was da ist. Und mal auf schnell. Und zisch auf dem Hyperdrive. So, was ist dichter? Ozeanischer. Unmöglich. Ja, das ist unmöglich, nehmen wir nicht. Klein, rau. Was haben wir hier denn? Verringert die Zustimmung in der Bevölkerung. So. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier jetzt hier haben. Wir hatten hier ein Großrau, aber der scheint ja dann immer noch der Beste zu sein, ne? Grauenhaft, schlecht, ja, ist schlecht besser oder schlechter als rau? Hm. Wir kontrollieren, kolonisierbar. Haben wir noch gar nicht gefunden. Handel, niedere Spezies, Technologiewerte, kolonisierbar ist noch keine Planeten gefunden. Ach, wir haben noch gar keine. Okay, da müssen wir ja weitersuchen. Hier kommen wir nicht mehr weg. Das ist Sackgasse. Da kommen wir auch nicht weiter. Denn. Mal sehen, können wir dem jetzt hier gleich so ein. Können wir dem gleich so einen Auftrag geben, dass er gleich hier. Ja. Gut, dann fliegt er mal hin. Zack. 9 Wochen haben wir noch. Dann wird es langsam eng, wenn wir die Hälfte rum haben. Oh, da kommt ein anderes Schiff. Pause. So. Guck, was haben wir hier? Immer noch kolonisierbar. Noch keine Planeten gefunden. Das ist aber ärgerlich. Das geht mir jetzt aber auf den Sack. Und da hinten geht es auch nicht weiter. Kommen wir nur hier weiter. Dann gehen wir da mal hin. So, mal gucken. Und schnell. Tja, wo man anfängt, ist immer verkehrt, ne? Murphys Gesetze, du. So, Pause. Karlsruhe, Kanzler Zigorny. Zurück. Okay, weiter. Flieg, meine kleine Schwalbe. Da ist auch eins hier, guck mal hier. Machen wir erstmal groß.
Was ist denn das für ein Schiff? Ogenbundoin, Söldner. Der will bestimmt unterarbeiten. Mal gucken, was haben wir hier. Durchschnittlich schlecht. Grauenhaft. Sag mal, was sind das für Planeten? Oh, das halte ich doch wohl im Kopf nicht aus. Klein, schlecht, Gasplanet. Das gefällt mir aber nicht. Habe ich den schon angeguckt? So viele Planeten und keiner ist. Ja, wir haben immer noch nichts gefunden hier. Verdammte Axt. Ja, dahin oder dahin, ne? Oh. Stoff geben. Jetzt begegnen die sich, wa? Ja. Wo ist das andere jetzt? Kannst du verändern? Gut. Das machen wir aber, als wir eine Kolonie haben, ne? So, jetzt gehen wir mal wieder hoch hier. Das ist der Aufklärer. Boah, da hat er aber ein gewaltiges Ding. Das sind die der Yunnan und das sind wir hier. Gut, dann lassen wir die mal weiter fliegen. Oh, wir haben Kontakt. Lassen wir mal weiter fliegen. Komm. Das war nicht der Planet. Ich habe jetzt den Reisenden angeklickt. Gesetzloser. Und du bist was? Groß und unmöglich. Den hauen wir doch mal schnell wieder ab. So. Die hat keine Verbindung hier, die Welt, ne? Die. Verdammt. 5 Wochen. Dann muss ich mir was einfallen lassen. Dann müssen wir den doch da nehmen, wo wir gestartet sind. Hm? Ja, hallo, wir grüßen dich. Unmöglich, rau, durchschnittlich brauchbar.
Dann gucken wir doch jetzt mal hier rein, ob der jetzt kolonisierbar. Ne, das gibt's doch. Aber den würde ich wohl nehmen wollen hier. So. Dann geh du da mal hin. Können noch nicht besiedelt werden. Okay. Aha, wenn ich mit der rechten Maustaste drauf klicke, sagt er mir, ob ich die besiedeln kann oder nicht. Mogadischu, na gut, jetzt gehen wir mal weiter hier. Warte mal, wo kommen wir denn da hin? Dann gehen wir da erstmal hin, also am schnellsten. Und zack. So. Der könnte aber was sein hier, ne? Verdammte Axt, das ist ja wohl ärgerlich. Finden wir gar nichts hier. Was ist denn das hier für ein Spiel? Sollen das? Wollen die mich ärgern? Bisschen größer, dann sehe ich das besser, ne? Grauenhaft, unmöglich, schlecht. Können wir da denn? Zu arm sind. Ne, das ist ja toll. Das ist hier nur so ein Dreieck und da ist nichts mehr, ne? Aber egal, wir müssen ja sowieso alles auskundschaften. Also machen wir das jetzt. Yeah. Ja. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Grauenhaft, grauenhaft, klein. Ey, ich halte den Kopf nicht raus. So, jetzt will ich mal was austesten. Jetzt haben wir ja hier den hier. Wenn ich jetzt hier drauf klicke und da. Zu arm. Da kann man das immer gleich durchtesten. Ja, können noch nicht besiedelt werden. Zu arm sind. Noch nicht. Zu arm. 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 Gut, da habe ich bisher ja noch nichts falsch gemacht hier, ne? Alles zu arm. Na, komm. Wo ist denn mein Schiff jetzt? Da oben. So, dann wollen wir mal weiter testen hier. Das ja. Das ist ja übelst hier jetzt. So, hier hatten wir ja schon geguckt, meine ich, ne? Ja. So, dann fliege ich mal wieder zurück, kleiner Vogel. Und zwar dahin.
Ja, was passiert, wenn ich das jetzt nicht schaffe? So. Ja, aber mit der Pause haben die aber nicht gerechnet. Analysierbare Objekte. Okay, halt, 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 Pause. Ich denke, wir haben so ein Schiff. Haben wir denn hier noch mehr gehabt? Nee, mehr Schiffe haben wir hier nicht. Wir haben nur diese eine. So, wie komme ich denn wieder zu meinem Schiff zurück? Wo waren wir denn hier, ne? Oder? Da oben waren wir. Da kommen wir jetzt gar nicht weiter. Verdammt, verdammt, verdammt. Das gefällt mir aber gar nicht. Wie kommen wir denn da hin? Sind hier noch die meisten? Aber das kann doch nicht sein, dass hier gar nichts ist. Oh, was ist das? Wie kommen wir da hin? Oh, gucken, hat er das genommen? Ja. Oh, müssen wir durch die ganze Gegend reisen hier. Nächster Termin ist nächste Woche. Gehe zum Imperator Lakpo. Ja, und wenn ich das nicht schaffe? Toll. Dann sind wir hin. Aber wer macht denn so einen Planeten hier? Sag mal. Marktwert von Nahrung steigt. Ja, schön. Rat ist enttäuscht. Ja. Was soll ich denn machen? Ich habe mir ja nur wirklich Mühe gegeben, lieber Rat. So. Ja, kleiner Test. Zu arm sind. So, was kriegen wir jetzt? Da oben sind mehr, aber hier weiß man. Man weiß wirklich nicht. Gut, also es sinkt der Wohlstand, wenn man das nicht schafft. Was ist, wenn ich jetzt gar keinen Planeten finde? Ach, jetzt habe ich anscheinend einen gefunden.
anschließen. Das scheint ja einer zu sein, jemand. Errichte Kolonie auf Lockley. Oh, das macht er automatisch. Ah, du kannst feindliche angreifen. So, da sind wir jetzt, haben wir jetzt einen Planeten besiedelt. Oder wie? Ne, da sind die Inan schon drauf. Den können wir besiedeln. Okay. Dann machen wir das mal. Der ist perfekt. So, die erklären uns die Freundschaft. Okay. Muss ich da jetzt reingehen und sagen, ja, Freundschaft angenommen oder was? Mal gucken hier. Achso, das ist ja wieder das Lernprogramm. Gut, schließend. Anständig, Kultur. Gut, kann ich da jetzt, na, gucken wir da mal rein. Shamakini, Outlaw-Information. Achso, das ist wieder das Tutorial. Ogenbobdoin. Ach, die kann man jetzt anheuern hier. Guck mal, da ist das Anheuern bei Diplomatie. Dann gehen wir da mal wieder raus. Jetzt haben wir ja eine Kolonie hier, ne? Sie sind besiegt. Gehe zum Hauptmenü. Ja. So schnell geht das. Wow. Wollen wir noch einen? Ein klein noch, ne? Neues Spiel. Jetzt wählen wir mal eine Ära. So, machen wir zu den Sternen und noch weiter, ne? Bestätigen. Terranische Union. Wegbedingungen 2 Jahre überleben. Oho. Wir haben aber eine Kolonie. Mal gucken, was das wert hier. Da kannst du ja einen Wolf suchen da bei dem Spiel. Das ist ja furchtbar. So. Okay. Und hier bei deinen ersten Schritten ein Tutorial. Auch da lernst du die Grundlagen. Gut, aktivieren. Machen wir mal Forschung beginnen. Unsere Zivilisation. Wir sollten sofort damit anfangen. Gehen Sie zu Forschung Abschnitt. Tutorial, das haben wir ja schon gesehen. So. Wir wollen jetzt mal wachsen, ne? Erhöht den maximalen Level, aber damit wird es nicht schneller, ne? Forschung, das ist auch nicht schlecht. Wenn man das erhöht. Xenowissenschaft. Dann nehmen wir das mal in Forschung. Und da machen wir auch jetzt mal wieder hinzufügen. Erhöht den maximalen Level, das wollen wir jetzt erstmal nicht. Hätte Pulsstrahl, Feuerlöscher, Fusionsraketen.
5 Monate. Nehmen wir den, fügen wir mal hinzu und ein Schild. Und auch hinzufügen. Gut, dann haben wir erstmal genug gemacht. Du kannst die Kamera bewegen, das haben wir gesehen. Gut, Terra 1. Jetzt haben wir doch schon mal einen Planeten, ne? Keine Fristen. Müssen wir das nochmal über uns ergehen lassen. Überleben für 2 Jahre. Gut. Der steht ja noch nicht drin. So, haben wir jetzt ein Schiff. Gut, das haben wir gesehen. Terra, ich sag mal, kommen wir von hier weiter oder von da? Das ist die Frage. Wo sind wir denn am dichtesten dran? Was haben wir hier noch? Ach so, das ist die Sonne. Gut, dann flieg mal dahin, kleiner Vogel. So, und los geht's. So, jetzt können wir weitermachen. Da haben wir gar nichts. Nehmen wir gleich den nächsten, das geht am schnellsten. Wir haben Kontakt aufgenommen. So, warte mal, können wir denn schon Raumschiffe bauen? Schiffe? Keine Waffen. Haben wir noch nicht. Aufklärer, Leerlaufen, Trag und Flotten. Schiffsdesigns. Oh. Schiff. Omenträger. Wow. Untersuchungsschiff. Ach so, das ist jetzt schon wieder. Nee, das ist live. Emberträger, Aufklärer, Untersuchungsschiff. Neues Schiffsdesign. Mal gucken, was er hier macht. Create a new ship design. Ach so, da gibt es 3 Seiten. Schließen. Einheitenklasse leicht. Antrieb, Nuklearantrieb. Ja, noch zurück. Schüsse, Nuklearantrieb. Module. Kolonie-Analyse-Modul. Bergbaumodul, Selbstreparatureinheit, extra Schild. Schaltkreise, was heißt das denn? Aha. So, erstmal gucken, Analyse-Modul. Betrifft die. Ich habe das mit der rechten Maustaste gemacht. Da oben gibt man wahrscheinlich den Namen ein. Dann machen wir mal schwer. Hast du schon einen Antrieb? Nuklearantrieb. Modul. Du kriegst erstmal ein Analysemodul. Ah.
Das gibt's doch gar nicht. Großkampfschiff. Ich will aber kein Großkampfschiff. Da muss doch wenigstens einen Antrieb haben, oder nicht? Hm. 15 von 16. Mal gucken, was gibt es denn noch für Module? Koloniemodul. Okay. Bergbaumodul. Boah. Muss ja immer größer werden. Antrieb. So. Modul. Koloniemodul. Oh, jetzt habe ich das weggeklickt. Nochmal Koloniemodul. Dann muss ich hier auf Plus gehen. Okay, und Analysemodul. Oh, das gibt's nicht. So, was haben wir denn jetzt hier? Was, also. Fähigkeiten, Kosten. Gut, dann lasse ich das erstmal. So. Design bearbeiten. Also könnte ich jetzt ja schon was bauen oder was? Eine Raumstation wäre auch nicht schlecht. Falcon. Wie baue ich denn jetzt eine Raumstation? Planetenverwaltung. Das war das Richtige. Da kann man bauen. Okay. Gut, schließen. So, Schiffe. Warteschlange ist leer. Hier können wir jetzt was bauen. Da bauen wir erstmal ein Untersuchungsschiff. Ein Untersuchungsschiff. Ein Aufklärer. Kolonieschiff, Bergmannschiff. Mal gucken, ob wir damit klarkommen, dass wir nur passive Sachen bauen. Sonst haben wir mit Zitronen gehandelt, aber das ist ja auch wichtig. Unit Building Menü, Infrastruktur Menü, Trading Menü. Kein Gouverneur zugewiesen. Können wir das machen hier? Spezialisierung, ausgeglichen, Forschung, Landwirtschaft, würde sagen Industrie, bestätigen. So, was haben wir noch hier? Wir haben ja nur diese eine. Unit Building, Infrastruktur, aha, das haben wir schon gelesen. Dann gucken wir mal. Hier haben wir die Punkte zugewiesen, oder was ist das hier? Da haben wir nichts. Ach so, automatisch verwaltet. Gut, dann gucken wir mal hier rein. Handel. Nahrung, Plutonium. Verkauf dieser Ressource erlauben. Beschleunigt um 20%. Wenn wir das verkaufen, können die ja dann auch schneller, ne? Das geht ja gar nicht. Gouverneur wechseln. Aber können wir nicht, weil da ist doch. Ja. Machen wir das mal. Was haben wir denn hier ein? Wohnungsinfrastruktur. Erfahrung schneller. Friedenstaube, alles Friedenstauben hier. Ne?
Militärische Infrastruktur, xenophob, pazifistisch. Und das war hier erfahrungsschneller. Dann nehmen wir den. Okay. Gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Wir sind ja noch auf Pause, ne? So. Was haben wir denn noch hier? Das haben wir. Planeten. Schiffe und Designs. Diplomatie. Forschung haben wir gemacht. Regierungsmenü haben wir noch nicht gemacht. Iranisch Überblick, Demokratie, bla bla bla. Strategische Ressourcen, Plutonium, Zustimmung, Wohlstand, Forschung 0 von 1. Also müssen wir da mal was machen, ne? Overview Finanzen, Steuern, Tourismus, Gesamt, plus 3. Ja, schließen. Wir hatten plus 3, ne? Kann man das hier oben auch irgendwo sehen? Und 3 Kredits pro Woche. Okay. Sklaverei legalisieren. Oh, kostet viel. G-Kolonie kostet das. Ja. Forschung. Ich glaube, da sind wir auch plus minus null. Ne? Das machen wir lieber nicht. Besser ist, wir sammeln was an. Die sind ja alle besetzt hier. Okay, Imperator-Logbuch. Gut, ist ja eine einfache Sache. Haben wir dich jetzt schon zugewiesen hier? Nee. Wo sollst du denn jetzt hinfliegen? Dann fliegst du erstmal hier den nächstgelegenen an und ab dafür. Brauchbar. Grauenhaft, unmöglich. Aha, gut, wir haben ja ein Kolonieschiff für einen Auftrag gegeben. So, kann ich mir jetzt hier einen Marker machen? Das wäre ja gut, wenn ich mir hier einen Marker machen kann oder das mir da selber anzeigt, aber tut er nicht. Dann fliegen wir mal weiter. Immer weiter, Alter. Hier geht das ab. So, unmöglich. Da haben wir nicht viel. Zack, kann man das nicht automatisieren? Lass mal gucken. Ist das? Was macht der? Macht er das jetzt automatisch? Könnte ich mir vorstellen. Oh, man kann mal sehen, ne? So. Hier und los geht's. Bergbau. Aha. Bergbaumodul. Dann zu Beginn verfügbares, ja, das habe ich aber nicht hier, in ihr Nasen. Wo habe ich denn das? Ach hier, er fliegt automatisch weiter, jetzt. Also das Ding hier ist die Automatik.
Neue Welten kolonisieren. Da ist auch wieder eins. Gut, das haben wir ja schon gelesen. Machen wir mal Pause. Der ist aber schnell jetzt, ne? Der hier schon, ne? Mein lieber Mann, schlecht, groß, unmöglich. Brauchbar. Da guckt denn unser Kolonisierbar, da, ozeanisch. Gehe zu. Gefährliche Fauna. Aromium. Wow. Aber da müsste ich jetzt hier, kann ich jetzt da was hinschicken? Das wäre ja eigentlich schön. Aber man kann ja sagen, gehe zu und dann vielleicht mit der rechten Maustaste da einen hinschicken. Okay. Dann lassen wir den mal weiterfliegen. Das ist gut, da brauche ich nicht jedes Mal klicken. Kolonistschiff wurde auf Terra gebaut. Gehen wir mal hier hin. Der hier war das. Ach, der hat auch so eine. Kann ich den jetzt. Da würde ich den ja gerne hinschicken. Oder der hier ist es, ne? Da kann ich jetzt nichts. Edo. Da ist so eine Flagge drauf. Hier, also den könnte man kolonisieren. Wo ist denn jetzt meine Heimat hier? Ja, schließen. Untersuchungsschiff machen wir mal automatisch. Müssen wir da mal wegfliegen. So, jetzt kann ich den anderen nämlich antickern hier. Kolonistschiff. Kannst du jetzt auch Automatik? Stell dir mal auf Automatik. Mal sehen, was denn passiert hier. Jo, der geht auch auf. Der geht auch auf Reise, der fliegt dahin. Na, da bin ich auch mal gespannt. Wir wollen uns das Spiel ja angucken, dann wollen wir mal sehen, was hier ist. Fliegt er denn daher? Analysierbare Objekte, ja. Ja. Der fliegt ihm hinterher. Bergmann Schiff wurde auf Terra gebaut. Dann fliegst du auch mal automatisch durch die Gegend. So, dann machen wir mal hier erstmal. Ach nee, ich muss ja hier auf die Planeten gehen. Terra. Komme ich da jetzt hin? Zum Menü. Sehr schön. Jetzt wollen wir erstmal Schlachtkreuzer bauen. Und einen Träger, der braucht ja. Braucht ja eigentlich was da drauf ist, ne? Aufklärer, Schaden keine, Schlachtkreuzer. Ja,
bauen wir mal zwei, ne? Vorsichtshalber mal. Und dann bauen wir noch ein Kolonistenschiff. So. Erstmal gucken, wo sind jetzt unsere Schiffe? Hier ist doch eins. Haben wir hier jetzt eine Kolonie gegründet? Wo ist denn mein Kolonieschiff? Wo fliegt der denn jetzt hin? Na, da bin ich auch mal gespannt. Das gucke ich mir jetzt mal an. Wo der jetzt hinfliegt. Ob der irgendwann mal aufhört, so rumzufliegen und dann mal einen Planeten besiedelt. So, was macht er jetzt hier? Der fliegt weiter. Niedere Spezies. So, was ist denn jetzt mein Siedlungsschiff da, ne? Schwarzes Loch. Da fehlt mir jetzt was, was ich da anklicken kann. Forschung abgeschlossen. Gut. Hier, da. Boah. Was ist das für einer hier? Da sind wir ja so gut wie tot, ne? Toter Stern. Wo sind wir denn jetzt hier unten, ne? Dann schicken wir mal unsere Schlachtkreuzer dahin. Wie viel haben die denn? Schaden. Ach so, hier könnten wir irgendwas, war das mit der Flotte, ne? So, dann nehmen wir mal eins. Eins haben wir jetzt beide, ne? Da brauchen wir aber noch ein paar mehr von, weil die haben ja nur 900. Da brauchen wir mindestens vier. Baut gerade Kolonistschiff. Dann wollen wir mal gucken. Was hat er denn hier? 200. Und du hast Trefferpunkte, Schaden, Schaden, Schaden. Da. So, dann machen wir noch einen und dann wollen wir mal gucken, ob wir mit denen denn dahin fliegen können. Toter Stern war das. Ne? Da ist bestimmt noch irgendwas anderes. Da ist er, toter Stern. So, jetzt wollte ich mal gucken, wo ist denn mein anderes Schiff jetzt geblieben? Da habe ich doch hier. Warum fliegt der dem immer hinterher? Das ist mir nicht klar. Das ist so völlig daneben. Kann ich dich dann noch wegziehen? Mal gucken, ob das noch geht. Ja, geht. So, wir haben doch hier, machen wir erstmal Pause. Angriff durch Umweltschützer, das Typische. So, was haben wir hier? So, den hat er jetzt genommen, denke ich mal. Also, den kann man nicht automatisieren.
Das heißt, kann man schon, aber bringt nichts. Die grüßen mich. Kolonistisches Schiff wurde auf Terra gebaut. Gut, dann gehen wir da mal hin. So, dann gucken wir mal. Wo haben wir denn noch? Da habe ich schon einen hingeschickt. Wo haben wir denn noch eine schöne Flagge? Da oben. Groß und brauchbar. Groß und brauchbar. Weil er hat wenigstens Basisressourcen. Wir mal Pause machen jetzt hier. So, nochmal hier den. Und hier war das. Hat er den jetzt genommen? Werden wir gleich sehen, wenn er losfliegt. Ja. Okay. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? 100 ziehen hier, ich muss sie. So, jetzt haben wir vier. Ich glaube, einer ist noch im Rohr, ne? So, du kannst denn jetzt mal hier bleiben, da noch hin, da. Und dann lassen wir es mal weiterlaufen. So, dann probieren wir mal aus, ob wir die alle mit Steuerung oder so. Ne, mit Shift. Ja, mit Shift kriegen wir die zusammen. Ah. Gut, einen brauchen wir noch. So, kann ich auch so machen? Ja, geht auch. Gut. Gewaltige Bombe auf Terra gefunden. Ja, wie untersuche ich die jetzt? So, hier sind ja noch einmal Kunden. Haben wir jetzt hier. Aha, die sind dabei. Gut. So, ich glaube, jetzt haben wir auch soweit erstmal alle Klarheiten beseitigt, dass keiner mehr weiß, wie er es machen soll. Nanofarmen. Ach so, das ist die Forschung, ne? Gut. Okay, jetzt haben wir also auch gleich besiedelt. Was mich nur stört, ist, dass die hier so durch die Gegend fliegen und nichts machen. Hier, guck mal, er hier, ne? Ich schalte ich erstmal aus hier. Dann fliegt er sowieso nochmal dahin. Und dann wollen wir erstmal was untersuchen. Den Bergbau machen. Wir brauchen Material. So. Irgendwo hatten wir doch diese hier, ne? So. Okay, dann lassen wir mal weiter. Oder da erstmal hinfliegen. Das ist ja auch unser System, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Forschung abgeschlossen. Pulse beam. So, was ich jetzt noch machen wollte, ist erstmal Pause. Und da will ich mal gucken, können wir auch speichern. Ja. Neues Speichern.
Bestätigen. Ah, na, gut. Okay. Stream 1 bestätigen. Spiel gespeichert. Ja, ich denke mal, da ist jetzt kein Auge mehr trocken geblieben. Ne, wer also Bock auf dieses Spiel hat, das gibt es für richtig wenig Euronen zu kaufen. Ich empfehle, guckt euch, wie heißt das, CD Keys, nee, allkeyshop.com, glaube ich. Kann sein. Das ist wie eine Suchmaschine, so wie Google die Webseiten-App sucht. Sucht diese Seite alle, die Spiele verkaufen, ab und zeigt immer den günstigsten Preis an. Man muss allerdings aufpassen, teilweise kommen noch PayPal-Gebühren und Mehrwertsteuer da drauf. Ne? Also ich warne. Aber ansonsten kann man da wirklich eine ganz gute Übersicht finden und da habe ich schon den einen oder anderen Betrag gespart, indem ich da einfach mal geforscht habe, was das Spiel denn da kostet. Ne? Und ganz selten war Steam der billigste, ganz ehrlich gesagt. Finde ich schade, aber was soll's machen, ne? Die leben ja auch nicht vom Zusetzen. Gut, ich hoffe, das hat gefallen. Falls ja, lass mir doch einfach mal ein Gefällt mir da. Noch schöner wäre natürlich ein Abo. Dafür wäre ich sehr dankbar. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Spiel, hoffe ich. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Ich muss jetzt immer noch ein bisschen warten, weil der Rest ist die letzten Male nicht mehr drauf gewesen, ne? Also, ich drücke jetzt.